Willkommen zu CMC Daily aus der Halle 9. Hier dreht sich alles ums Thema Golfspielen und hier können noch bis zum 21.01. Golfspieler sich hier begeistern. Ich selber bin ja persönlich kein Golfspieler, aber was nicht ist, kann auch werden. Los geht's! So, wir sind jetzt hier mit Ingolf von 0711 Golf Crew unterwegs und du kannst mir mal vielleicht eine Expertise auch geben, was denn so vielleicht der Trend ist in den nächsten Jahren, wie es aber auch vielleicht in den letzten Jahren so aktuell war im Bereich Golf. Ja, in den letzten Jahren hat sich das auf jeden Fall zum Besseren gewandelt. Es ist ein bisschen offener geworden, mehr junge Leute, die verstanden haben, hey, das ist gar nicht so elitär und du musst nicht super rich sein, du brauchst nicht den Stock im Arsch. Was würdest du mir auch vielleicht dann raten, sage ich mal, als blutiger Anfänger, wie komme ich da rein? Also wie starte ich da am besten? Google einfach Golf-Schnupperkurs in deiner Umgebung und du wirst irgendwo einen Schnupperkurs finden, dann kostet er vielleicht 19 Euro, aber nimm 5, 6 Freunde mit und probier das einfach mal aus. Das ist eine riesen Gaudi und natürlich hängt es auch vom Golflehrer ab. Guck dir vielleicht die Bilder an, was dich anspricht. Ja, geh nach deinem Gefühl. Merkt man auch so einen Trend, der jetzt in den letzten Jahren auch so kommt, dass immer jüngere Leute auch Lust haben, auch so ein Angebot wahrzunehmen? Ja, das stimmt. Wir haben in den letzten Jahren die Beobachtung, dass auch viele jüngere Leute mit Golfreisen angefangen haben. Also es ist nicht nur Golfspielen hier zu Hause, sondern auch im Urlaub. Ja, wir haben auch Gruppen, auch Einzel-, Individualbuchungen, Partner, die zusammen einfach Golfurlaub buchen, die relativ jung sind. Könnte ich da jetzt auch mitmachen und buchen? Ja, natürlich. Da müsste man das so planen, dass wir in diesem Paket auch so ein paar Stunden beim Golflehrer haben. Man kann mittlerweile in vielen, vielen Destinationen vor Ort im Urlaub eine Platzreife machen. Man kann sich, trainieren, üben. Es gibt ja auch viele Möglichkeiten. Die Golfplätze entstehen ja nicht nur von den normalen Golfplätzen. Die haben ihre Fairways, ihre Driving Range, die Putting Greens, Pitchen und so weiter. Das ist alles unter einem Dach dann, ja. So, ich als blutiger Anfänger habe jetzt hier einen Experten am Start. Luca, ich kenne das ja nur von Wii Sports. Magst du mir vielleicht mal kurz erklären, wie das so im Real Life funktioniert? Du, da gibt es ganz viele Positionen, Griff, Stand, Schläger und so weiter. Aber das ist heute eigentlich nur Spaß. Ist den Schläger treffen oder Ball treffen. Ich baue dir den Schläger zusammen, so wie der passt für dich. Und dann gucken wir mal, wie es klappt im Real Life. Alles klar. Magst du mir vielleicht mal zeigen, dann, wie man das hält? Auf jeden Fall. Also als allererstes, du nimmst ihn einfach in die linke Hand. Greifst mit der rechten Hand drüber. Wir haben das gerade ja schon einmal gemacht. Und dann geht es nur noch darum, den Ball zu treffen. Alles klar. Du kannst ein bisschen hier quasi mit dem Handgelenk ausholen. Okay. Und dann sollte die Kamera da vorne weg. Und dann Attacke. Ich übe jetzt hier gerade noch ein bisschen an meinem Handicap. Und damit verabschiede ich mich jetzt schon mal hier für heute. Und wir sehen uns wieder morgen da bei CMT Daily. Bis dann. Ciao, ciao.